Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Indie Games. Dieses Mal das Horror Indie Game Anxiety. Anxiety, irgendwie so heißt es schon. Es bedeutet so viel wie Angst und der John Sessoms hat das Spiel erstellt und auf itch.io hochgeladen und deswegen schauen wir es uns jetzt mal an. Unterstützt die kleinen Entwickler. Dankeschön. Anxiety. Gut, sei es drum, wir starten einfach mal direkt los. Ich habe jetzt schon Angst. Loading. Eigentlich sollte das vorhin meine letzte Horroraufnahme für heute werden, aber ich kriege einfach nicht genug. So, WASD zum Bewegen, F fürs Flashlight, Tab Inventory, E Interact und P für Pause. So, Flashlight. Okay. Oh, ja, also Angst ist wirklich der richtige Titel. Anxiety. Look through drawers to find key. Alter, was ist das denn? So, ein Schlüssel gefunden. Wir haben unseren Schlüssel. Und wir... Was ist denn das da? E? Ja, ich drücke doch E. Oh, also diese Taschenlampe ist schrecklich. Wir leuchten direkt an den Boden. Und sie ist einfach mal aus. Okay. Was ist das denn? Ja, bitte. Okay. Ich glaube, da können wir doch nichts tun. Liegt da was? Er bringt mir andauernd ein I, dass ich irgendwas mit irgendwas interagieren kann, aber es funktioniert nicht so ganz. Da hupt's. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Looks to be lead work. Okay. Möchtest du mir jetzt wirklich mit dem Text den ganzen Bildschirm voll nageln? Okay, die Tür ist abgeschlossen. Wo sind wir denn hier? Das ist irgendeine Anstalt, irgendein Krankenhaus oder sowas. Oh. Was ist das jetzt? Why I'm here? Ja, ja, let me out, please. Ich möchte bitte auch out. Okay, das war irgendwie eine Notiz, die wir hier am Boden gefunden haben. Oh. Bloß nicht die Lampe ausmachen. Sehr atmosphärisch. Ich habe wirklich etwas Angst, muss ich zugeben. Es wird einen Jumpscare geben, hundertprozentig. Ich weiß es jetzt schon. Also der Teppich passt hier überhaupt nicht her. So, was ist das? Eine Videokassette. Eine von drei Videokassetten haben wir. Die Frage ist, können wir alle drei finden? Müssen wir alle drei finden? Wer klopft?
Okay. Neuer Abschnitt. Diesmal komplett. Ah, ich dachte schon komplett ohne Ton. Müssen wir hier überhaupt lang? Ich habe keine Ahnung. Nö, ist eh zu. Oh, also. Die Grafik, das tut wirklich. Das ist wie auf mit einer Videokassette auf. Sind das Augen? Nee. Wie mit einer Videokassette, mit einer Videokamera aufgenommen. Das tut mit der Zeit wirklich weh. Aber es verpasst dem Ganzen einen ganz besonderen Flair. Oh jemine, es wird böse enden. Ich sehe eigentlich rein gar nichts. Aufnahme läuft. Ich musste mich noch mal kurz vergewissern. Oh, Leute, Leute, Leute. Exit. Door ist stuck. Och nö. Ja, mit was sollen wir die Tür hier? Hier ist aber nichts. Ah, hier geht's. Warte mal, hier geht's weiter. Schauen wir mal. Brecheisen. Ah, wir laufen die ganze Zeit ohne Taschenlampe rum. Ich Trottel. Stairs. Okay, hier ist eh zu. Zur anderen Seite geht's auch noch durch. Wir bräuchten irgendwie ein Brecheisen oder keine Ahnung. Toiletten. Eine Videokassette. Oh. Okay. Was geht jetzt? Also der tut mir leid, der Arme. Da liegt ein Schlüssel. Der tut mir wirklich leid. Wer sein Bett hier schon ins Badezimmer gestellt bekommt. Okay. Alter, ich weiß nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Warte mal. Jetzt hat es mich gekratzt am Rücken. Da ist mir ein Schauer runtergelaufen. Oh, komm, bitte gib mir endlich die dritte Videokassette und dann ist hier Ende hoffentlich. Notice? Nö. Okay. Die Tür ist zu. Also an der Physik, an der Lichtphysik der Taschenlampe, da muss er auf jeden Fall nochmal ran. Weil das kann ja nicht sein, du leuchtest irgendwo hier an dem Boden und die Taschenlampe geht aus, das Licht ist weg. Ich versuche die ganze Zeit zu rennen, dabei geht das gar nicht. Können wir mit dem Schlüssel vielleicht die Tür öffnen? Es wäre zu naheliegend, glaube ich. Nö. Lightning needs to... Okay. Die Taschenlampe scheint leer zu sein. So, da hinten war... Oh, warum juckt es mich denn jetzt so am Rücken? Was ist denn da los? Ja, ich sehe jetzt original gar nichts. Gut. Das macht so keinen Sinn. Okay.
Hier ist nichts. Vielleicht ist in den Schränken da was. Hidden Crowbar found. Genau. Damit müssten wir diese Tür doch jetzt öffnen können. Oh, Leute, das ist... Das Spiel macht mich fertig. Wir sind durch. Durch diesen Abschnitt. Okay. 4 out of... Was? Okay. Ich frag gar nicht. Dear Max, I'm sorry to inform you that you have been locked up further in this facility. To protect you from what we have... Was? Created. And to keep the others safe. It killed every... Was? It killed every... Och, Leute. Ich möchte nicht, dass hier irgendwie jeder getötet wird. Das... Oh. Hallo? Ah. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht, dass ich die Gitter einfach öffnen kann. Okay. Was ist das jetzt? Ah, ist vorbei. Thank you for playing. Oh, I hope you enjoyed this short horror game I've created. It is one of my first games, but is not a demo, and I'm er ist proud of this. Ja, er ist stolz drauf. Er kann wirklich stolz drauf sein. Ich habe da riesen Respekt vor, wenn die Leute hier diese kleinen Horrorspiele kredenzen. Created in 2 weeks. By a 16-year-old. Ganz ehrlich, in 2 Wochen als 16-Jähriger. Welcher, also nochmal, ganz großen Respekt. Welcher 16-Jährige schafft es, in 2 Wochen sowas auf die Beine zu stellen? Das sind nicht viele. Ja, John Sessoms, Developer. Respekt, mach bitte weiter und lass uns weiter an deinen Spielen teilhaben. Gut, ja, wir sind durch. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt mehr drunter vorgestellt. Ich habe mir mehr erhofft. Vor allem irgendwo in Richtung Monster, Geister, ich weiß es nicht, Mörder, Leichen, egal. Der Gruselfaktor war auf jeden Fall da. Ich war die ganze Zeit über extrem angespannt, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Gut, gefällt mir. Vielen Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch einen Kommentar da, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaut. Und ja, an dieser Stelle, das war's für heute. Ich wünsche euch was, haltet die Ohren steif. Ach so, und schaut euch bitte die kleinen Indie-Games auf itch.io an. Jetzt habe ich am Tisch gewackelt, sorry. Genau, bis zum nächsten Mal, haltet die Ohren steif und ciao.